Great Place to Work 2018. Wir freuen uns sehr, wieder die Auszeichnung erhalten zu haben. Für uns ist das ein ganz wichtiges, neutrales Indiz dafür, dass unsere Arbeitsplatzkultur etwas ganz Besonderes ist. Besonders schön ist es für uns, wenn die Kollegen diese Kultur empfinden und auch bestätigen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich groß verstellen muss, sondern ich kann sein, wer ich bin und kann mich in der VRD bewegen, wie ich bin, und werde so akzeptiert. Die Arbeitszeiten sind super. Ich habe noch nie irgendein familiäres Ereignis verpasst. Ich kann früher Feierabend machen, also die Stunden frei einteilen. Was Gerrit hier sagt, ist ganz besonders wichtig. Beratung ist ein anspruchsvoller Job, der viel vom Menschen erfordert. Deswegen halten wir einen Ausgleich für Familie, Hobbys und sonstige Aktivitäten für ganz wichtig, damit man sich in diesem Job dauerhaft wohlfühlen kann. Als Beratung haben wir einen besonderen Anspruch an methodische und technische Expertise. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen ganz besonders wichtig für uns. Die Lehre hat mir schon immer Spaß gemacht. Gleichzeitig bieten mir die VRD halt auch Möglichkeiten, irgendwie weiterhin auch mal an der Uni aktiv zu sein. Wir haben Gastvorlesungen, die wir geben, wo wir dann Projekte und Ideen aus der Praxis versuchen, in die Uni zu tragen und natürlich irgendwie auch die VRD vorzustellen. Das Ganze findet auch Niederschlag in unserem Bereich Forschung und Entwicklung, den wir uns seit ein paar Jahren gönnen. Jeder Berater kann hier seinen Interessen nachgehen, kann ein neues Thema für sich und für die VRD erschließen und bis zur Marktreife beim Kunden begleiten. Daneben bieten wir ein großes Personalentwicklungsprogramm, das jedem individuelle Möglichkeiten bietet, sich voll zu entfalten. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn alle, die im Unternehmen Verantwortung tragen, auch entsprechend mitspielen. Als Führungskraft in der VRD sind mir zwei Sachen am wichtigsten. Das erste sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle. Die bringen die Leistung in unserem Projekt. Das zweite, was mir wichtig ist, ist, dass wir als Führungsteam, als Team unterwegs sind. Wirklich zuhören zu können und auch mal unkonventionelle Lösungen zu finden, das sind wichtige Qualifikationen, nicht nur für unsere Führungskräfte, sondern auch für alle Berater, die beim Kunden im Projekt tätig sind. An der VRD gefällt mir am besten, dass wir hinter dem stehen, was wir tun. Wir sind kollegial im Umgang miteinander. Man findet immer ein Ohr für Probleme, die man eventuell hat. Man feiert Erfolge gemeinsam und einfach die Gemeinschaftlichkeit für den Kunden, für unsere Arbeit, nach vorne zu schauen, weiterzuentwickeln. Vielleicht so als Quintessenz aus dem, was Sebastian sagt. Fairness ist ein wichtiges Gut für uns. Das gilt sowohl gegenüber unseren Kunden, wie auch gegenüber allen Menschen, die hier bei uns arbeiten. Und insbesondere natürlich für alle die, die als Berufseinsteiger neu zu uns kommen. Ich bin zur Masterarbeit halt nochmal wiedergekommen, einfach auch, weil mir die Betreuung sehr gut gefallen hat. Und nach der Masterarbeit oder auch schon währenddessen war mir schon klar, dass ich bei der VRD bleiben möchte. Einfach weil, ja, das Gesamtpaket einfach stimmt. Also es ist eine Beratung, die aber den Mensch nicht außer Acht lässt. Ja, einfach ein sehr guter Zusammenhalt. Das ist keine klassische Ellenbogen-Mentalität, wie man sich das vielleicht bei anderen Unternehmensberatungen vorstellt, sondern es ist, wenn man ein Problem hat, wird einem geholfen. Und das finde ich sehr viel wert. Ja, all das halt zusammen macht für mich einen guten Arbeitgeber aus. Besser kann man es kaum ausdrücken. Wir wollen für junge Kollegen einen tollen Berufseinstieg bieten und auch für die Kollegen, die schon lange hier sind, weiterhin Perspektiven bieten. Kurzum, wir wollen ein Great Place to Work sein.